Oh, Leute, was geht ab, Leute? Hier. Pokémon Go, Baby. Irgend so ein Event wieder. Ich habe 2 Tickets. Ich habe mich eine Weile gefragt, woher. Weil eins kriegt man umsonst. Und dann ist mir eingefallen, irgendjemand muss es mir geschenkt haben. Ich habe wieder nicht gesehen, wer. Das tut mir vom Herzen leid, aber ich bedanke mich auch vom Herzen. Wer auch immer das war, Kuss geht raus. Das wird nicht verschwendet. Wir werden natürlich einmal Tag nehmen und einmal Abend, damit wir beide haben. Das ist schon 2 von 4. Die erste war relativ leicht. Ich kann mich nicht mehr erinnern, außer 2 Kilometer jeweils laufen. Was noch voll klar ging gestern. Fange 20 Geister oder auch nicht Pokémon. Ja, yeah, okay. Fangen an sich ist nie ein Problem. Mache 20 Schnappschüsse. Okay, kein Problem. Verwende 30 Bären, kein Problem. Fange 20 Pokémon von Typ Pflanze oder Käfer, kein Problem. Erkunde 10 Kilometer, ein großes Problem. 25 Pokésubs drehen, kein Problem. Alles klar. Ansonsten, Kryptoraktus ist immer noch am Start. Vielleicht geht da was. Ich bin in der Innenstadt, aber mein Gott, das ist so voll irgendein Event, irgendeine Feier, irgendein Fest. Und diesen aus diesem Phantomloch da, den habe ich auch noch nicht. Oh, da Kryptoraktus, 1528. Aber das ist nicht mehr in der Nähe von der Innenstadt. Da kann ich nicht einfach hoffen, dass da Leute sind. Kein Mensch da für diese Qualle. Oh, ein Mensch, aber der ist Level 33. Yo, was geht, Leute? Es sind ein paar Tage vergangen. Ich bin in Sicherheit. What the fuck? Raid-technisch ging da gar nichts. Ich habe es am Sonntag auch nochmal versucht. Bin jetzt mittlerweile zum Glück genug gegangen und wir können uns beide abholen. Sternhimmel, Belohnung von dem Nachtding, glaube ich. Der Nachtroutine. 3 von 4, Sternhimmel, lande 5 fabelhafte Würfel, machbar. Fange 30 verschiedene Arten von Pokémon, machbar. Schließe 15 Feldforschungsaufgaben ab, machbar. Dann die andere. Hä, ich krieg da 78 Staub, Dicker, was geizen die so rum? Da gibt's dann wahrscheinlich auch wieder denselben. Ja, Fleckmon. 10 Curvebälle, auf jeden Fall leichter. 50 Pokémon mit Wetterverstärkung. Verdiene 10 Bonbons durch ein Spaziergang mit einem Kumpel. Das sind 10 Kilometer. 10 Kilometer! Wieso macht Niantic das immer? Das ist so leiden und macht gar keinen Spaß, Mann. Ja, Leute, wir sehen uns in 10 Kilometern. Yo, kleines Update, Leute. Sternenhimmel 4 von 4. Sternenhimmel 4 von 4. Ich muss noch ein Raid machen, das heißt morgen. Und 16 Psycho-Pokémon fangen. Und ich glaube, das Event ist vorbei und es gibt nicht mehr so viele Psycho-Pokémon. Also das könnte auch eine Challenge werden. Und 4 Eier brüten. Ich habe noch Inkubatoren. Aber dauert auch noch 8 Kilometer im Schnitt, 7,5. Dauert noch eine Weile. Ich wollte euch nur ein Update geben. Ich bin noch am Ball, Mann. Oh, ein paar Singer-Karten, Leute. Ich war hier für ein Food-Video. Ich habe die Raids gemacht, die Eier gebrütet. Ich habe keine Psycho-Pokémon gefangen. Und jetzt gibt's die nicht mehr. Seitdem habe ich aber auch Krypto Regirock gefangen. Also Giovanni gemacht. Und seitdem gibt's jetzt eine neue Sache da ganz links. Shit, ey. Oh, yes. Schaut mal, ich habe noch 10. Und 3. Ich hab's versucht, Leute, aber es war nur Feuer und Unlicht-Pokémon. Und ich weiß nicht, wann ich fertig sein kann. Deswegen muss ich dieses Video hier beenden. Weil sonst kann sein, dass ich einen Monat nichts hier hochlade. Wobei demnächst kommt ja C-Day und so, aber trotzdem will ich das erstmal. Und dann kommt irgendwann ein Teil, wo ich die 2 Dinger fange, die 2 Cosmog. Kleine Flaute, kleines Tief, aber die nächsten Events ziehe ich wieder durch. Zum Beispiel Dienstag. Spotlight Hour, meinte Spiel trennt das ganz gut. Doppelsternstaub und irgendein relativ gutes Pokémon. Da hoffentlich wieder. Das war's von mir, Leute. Wie man liken, subscribe, kommentieren. Checkt die Views ab, folgt mir auf Instagram. Pokémon Go ist serious business. Mal mehr, mal weniger.